Hallo, mein Name ist Miriam Müller von MMW Consulting. Ich möchte in diesem Video etwas über die Bildveredelung erzählen, über die verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt, das eigene Bild, das Foto zu präsentieren. Darüber einfach einen Überblick, was es für Möglichkeiten gibt. Beginnen wir mit dem Canvas oder der Künstlerleinwand. Da gibt es jetzt ein schönes neues System, dass man nicht tackern muss, nicht festspannen muss, sondern dass über den Leisten einen doppelseitigen Kleber hat, womit man das Canvas festkleben kann. Die Spannung ist sehr hoch von dem Canvas und es entsteht eine sehr schöne Qualität. Durch diese Hilfsmittel, oben links sehen Sie die, ist es möglich, die Holzleisten in einen Rahmen zu spannen und diesen dann sehr einfach auf der Rückseite des Canvas zu positionieren, festzukleben und dann das Ganze einfach zusammenzusetzen. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen am besten in einem kurzen Workshop, wo Sie mit Ihrem eigenen Bild dann auch gerne herkommen dürfen. Eine weitere Möglichkeit ist, das Bild auf eine Aluminiumplatte aufzuziehen. Die Platten werden auf einer Seite selbstklebend geliefert, die kann man an verschiedenen Orten auch bestellen. Ich empfehle bis A2 und ein bisschen größer ist es möglich, das noch mit einem Handroller selber aufzuziehen. Alles, was größer ist, macht es Sinn, bereits mit einem kleinen Kaschiergerät oder Laminator das auf die Aluplatte aufzuziehen, damit es keine Blasen wirft. Eine sehr schöne Sache, das Ganze. Die Möglichkeit ist, auf der Hinterseite lassen sich Rahmen festkleben. Das kann entweder eine weiße Üvatex-Platte sein, die bis zu 1 cm dick ist, sodass das Bild ein bisschen Abstand von der Wand bekommt. Oder man nimmt einen Alurahmen, den man ebenfalls einfach ankleben kann und dann die Aufhänger gut festmachen kann daran, so dass das Alubild oder auch Teltec oder was auch immer man dann nimmt, ein bisschen von der Wand distanziert ist. Es hängt viel schöner und ist einfach so viel schöner präsentiert. Sehr schön sind auch Fotobücher. Man kann die natürlich auch bei Internetanbietern selber hochladen, die Bilder selber gestalten und dann drucken lassen. Es gibt aber auch eine schnellere und günstigere Variante, indem man solche Clipbücher nimmt. Man drückt die Deckel nach außen auseinander und kann dann einfach die Fotos und die zugeschnittenen Bilder hineinschieben, die Bilddeckel zurückklappen und fertig ist das Fotobuch. Die gibt es in x verschiedenen Größen, in Leinen- und Lederoptik und sind sehr schön und sehr einfach, um die Bilder zu präsentieren. Was mir speziell gut gefällt, das sind diese sogenannten Fotopanels. Die gibt es in Weiß und in Schwarz, also den Rahmen, den Sie da außen rum sehen. Die sind ebenfalls selbstklebend und man kann die sehr gut einfach die Bilder da aufbringen. Ich werde gleich ein kleines Video zeigen, wie man das auf einem kleinen machen kann selber. Der Vorteil von diesen großen ist, sie sind mit einem Schaumkern versehen. Das heißt, auch große Bilder sind sehr leicht und hängen sehr schön an der Wand. Ja, Sie sehen hier hinten an den Bildern ist noch ein kleiner Ständer versteckt, dass man die Bilder einfach hinstellen kann. Die Vorderseite der Platte ist mit einem selbstklebenden Kleber versehen. Das Bild habe ich auf einer Seite bereits zugeschnitten und lege es jetzt verkehrt rum auf die Matte mit ca. 1 mm Abstand. Ein bisschen festdrücken, dann mit der Andrückrolle, es geht auch mit einem feinen Tuch, die Luftblasen rausdrücken. Dann, ich verwende gerne ein Rundmesser, weil es eine sehr stabile Klinge hat, was sehr gut zum Schneiden funktioniert. Auch wenn man nachschneiden muss, gibt es einen schönen Schnitt. Man schneidet alle Seiten rundherum weg und es ist eigentlich eine sehr einfache Sache.
die nicht viel Zeit in Anspruch nimmt und manchmal muss man etwas nachschneiden. Das geht mit diesen Messern sehr gut, ohne dass das Bild vorne beschädigt wird. Und man hat am Schluss sehr schnell, wie Sie sehen, ein schönes kleines Bild. Ja, wenn Ihnen diese Möglichkeiten, Ihre Bilder zu präsentieren, gefallen, wenn Sie gerne das eine oder andere selber anwenden möchten, Ihre Bilder so präsentieren möchten, können Sie das gerne bei uns lernen. Entweder schauen Sie hin und wieder bei den Videos rein, das eine oder andere werde ich dann genau beschreiben in einem Video und hier auf dieser Plattform heraufladen. Oder besuchen Sie einen Workshop von uns, entweder bei mmwakademie.ch oder bei der Bretu Media. Wir werden diese Daten auf diesen beiden Homepages immer wieder aktuell halten und veröffentlichen, sodass Sie sicher einen Termin finden, der zu Ihnen passt. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. MMW Consulting, Miriam Müller.